Egal, wenn du kannst. Ja, stimmt auch wieder. So. Ach ja, bevor ich. Also eigentlich, ich muss auf jeden Fall, was ich tun muss, ich muss unser Kind, das muss ich unbedingt zum Teenager machen. Denn ich konnte es nicht lassen. Wie ihr seht, ich habe mir das Hochzeitspack geholt. Ich habe mir das Werwolfspack geholt. Und ich habe mir das Highschool-Pack geholt. Und das Erste, was ich mache, ist einmal kurz die Highschool umändern. Das hatte ich ja gestern erzählt. Ich will die Highschool umändern. Ich habe jetzt bis 5 Uhr wach. Ein bisschen gezockt. Also, ich weiß doch, es ist Jahre her, da ging ich noch zur Schule. Muss jetzt erstmal gucken, wie lösche ich das Ganze hier. Ja, planier bitte. Nice. Da habe ich tatsächlich mein ganzes Wochenende durchgezockt. Es war hart. Ich weiß nicht. Habe ich sie hier noch irgendwo drin? Wahrscheinlich muss ich sie suchen. Ist so weit statt. Oh Gott. Galerie. Ich vergesse immer, mir die Sachen abzuspeichern. Kann ich nicht? Nee, kann ich nicht. Okay, gut. Nee, okay, da muss ich sie gleich mal suchen. Weiß ich, ich habe jeden Schrott drin, ne? Mein Rekord ist 72 Stunden durchgehend wach. Ja, ich weiß, wie schlecht das ist. Oder ich bin die Letzte, die das, die da was gegen sagt. Muss einmal kurz gucken. Finde ich das direkt unter Highschool schon? Aber ich glaube, die wenigsten machen sich eine japanische oder asiatische Schule. Deswegen, ich glaube, ich werde sie hierunter nicht finden. Mir ging es da wirklich nicht gut. Also wie gesagt, damals, als ich noch zur Schule ging, habe ich ein ganzes Wochenende lang tatsächlich durchgezockt. Es war allerdings in den Ferien, glaube ich. Das war noch nicht mal in der Schulwoche. Und ja. Ach, jetzt muss ich wieder umständlich suchen. Ich hasse es. Ich habe mir nicht gemerkt, wie es heißt. Hätte ich vielleicht tun sollen. Grundstücke, bitte. Ich glaube, es war ein 50-50. Ja, und find das jetzt mal, ne? Es kann ein bisschen dauern, aber wir haben Zeit. Okay. Irgendwann finde ich es. Da habe ich auf jeden Fall. Da ist es. Sehen wir das gleiche Ding einfach nochmal. Okay. Es ist halt einfach. Verstehe man nicht. Nee, egal. Da ist noch eine. Oder ist das die gleiche? Ah, nee, das ist. Oder? Doch, das ist die gleiche. Oder? Nee, das ist. Oder? Nee, das ist andere. Ich habe es früher regelmäßig gemacht. Habe von Freitag bis Sonntag immer mit einer Freundin verbracht. Die Wochenenden, wenn es ging, immer bei mir verbracht hat. Ja, ich war die Wochenenden zwar meist allein, aber wenn, habe ich gezockt. Ah ne, das ist die Schule. Ah ne, das ist die. Das ist eine andere. Was bin ich am Struggeln?
Ja, gut, aber die hat das hier, ne? Und bei der hier habe ich, glaube ich, alles. Ja. Ja. Hier ist noch mal ein bisschen mehr drin. Bin ich mir einmal. Und einmal. Ich habe aber. Warte mal. Das muss ich im Nachhinein noch einmal kurz machen. Wie geht's? Weiß es doch nicht. Nee. So. Im Stream habe ich jetzt nichts gemacht. Wie geht das mit den Objekten? Ich habe einmal durchgemacht, bis ich zur Arbeit musste. Das war ein Lehrjahr. Das war das erste Lehrjahr, da war eine Arbeitskatastrophe. Das glaube ich. Oh mein Gott, das glaube ich. Das glaube ich dir aufs Wort. So, ich muss einmal ganz kurz. Da ist es. Aber wahrscheinlich kann ich es nicht mit Copy-Paste machen. Danke, Luna! Das macht es mir jetzt noch einfacher. Muss ich nicht mehr rein Rost haben. Haha. So. Nein! Wie werde ich das Ding jetzt wieder los? So werde ich es los. Ja, müsste aber trotzdem geklappt haben, oder? Ja! Ich meine, es hat trotzdem geklappt. Ja, es kommt auf selber hinaus. Es hat, glaube ich, auch vorher geklappt. Es hat, glaube ich, auch vorher geklappt. So, da. Und dann da. Und dann. Da und dann da. Und dann da. Und jetzt dauert es eine ganze Weile. Das ist ein recht großes Ding. Also seit ich FF spiele, bin ich eigentlich regelmäßig 24 Stunden wach. Immer mal wieder 32 und 48. Also 24, ja. Kann ich. Fühle ich. Zumindest bei FF. Aber länger. Länger kriegst du mich nicht mehr wach. Länger schaffe ich nicht mehr. Ich bin zu alt. Die Zeiten sind vorbei, dass ich ein ganzes Wochenende durchzocken kann. Ich glaube, es ist halt einfach auf der falschen Seite. Weiß es nicht. Ja, ich weiß, es ist trotzdem an. Nein. So. Okay. Dann. Ach, Quatsch. Okay, ich kann aber irgendwie gerade nicht raus. Erst verlassen wir die aller Grundstücksanforderungen. Ach so. Irgendwas erfülle ich noch nicht. Okay, warte. Einmal. Einmal nach ganz unten. Spinde. Ach ja, die muss ich einmal kurz umtauschen. Das geht aber fix. Aber warum funktionierte das jetzt? Ich glaube, Sims spinnt gerade schon wieder, weil ich schon wieder nicht so drehen kann, wie ich es möchte. Oh, ich hasse es.
Okay. Ich hasse es, wenn Sims manchmal spinnt. Egal. Bin sowieso kein Fan von Baumhubs. Nein. So. Hallo? Am schlimmsten ist, ich würde gern. Ich kann nicht zurück. Kann ich irgendwie diese Scheißsteuerung ändern? Ich hasse diese Steuerung. Kamera. Sims 3 Kamera, bitte. Warum auch immer die schon wieder aus ist. Jetzt! Ich wusste, da ist was anders. Einfach nur furchtbar. Ich will nur nicht wissen, warum sie aus war. So. Nein. So. Das Gute ist, dass es recht fix geht. Ich glaube, wir brauchen dann ja nur noch zwei Sachen. Dann hätten wir alles. Ja, ich mache mir sehr gerne hier diese Mühe. So. Wir können uns die Schule, wenn ihr wollt, auch gleich einmal kurz angucken. So. Lautsprecher. Seht ihr nicht? Komischerweise, jetzt seht ihr. Genau, haben wir jetzt schon, was er später gemacht hat. Okay. Machen wir dann gleich. So. Ich weiß, ihr seht gerade schon ein bisschen. Ich weiß doch nicht, wo ich das. Ach ja, doch, ich weiß wieder wo. Das. Das. Farbe. Dann. Stuhl. Nein. Da. Und. Wo ist hier? Hier, Stuhl. So. Jetzt kann ich ja mal speichern. Und jetzt. Mal raus. Also, das ist die Schule von außen. Hier dann mit so Hübchen-Bäumchen. Finde ich tatsächlich mega cool. Ich glaube, die Dinger gehören hier trotzdem noch mit zu. Kann ich sowieso nichts dran ändern. Jetzt dann halt der Eingang. Hier typisch Fahrräder und so weiter.
Ja, aber auch nochmal einen riesen Parkplatz, glaube ich. Das gehört sowieso auch mit dazu. Ist aber unabhängig hiervon gewesen. Es sah gerade durch den Schatten aus, als wenn das Ding schweben würde. Hier sind dann auch nochmal so kleine Pausen. Räumchen. Wie gesagt, das ist halt die beste Schule, die ich bisher davon gefunden habe. Alles andere sind halt Standardschulen. Das Pack ist ja noch nie so lange draus, dass sich da sämtliche Creator austoben konnten. So, hier ist oben auch noch so ein Außenbereich. Finde ich tatsächlich ganz cool. Dann halt hier Lagerräume, denke ich mal. Mülleimer. So, hier befinden sich dann ein Klassenraum, zweiter Klassenraum, jede Menge Toiletten. Wie gesagt, dann halt hier die Rausgänge, wo man lang gehen kann. Dann die große Bibliothek. Ich finde die tatsächlich sehr riesig. Ist aber cool. Einfach mal. Ich glaube, hier gibt es mehr Toilette als alles andere. Wie unrealistisch. Ah, mir die dafür. Das ist wirklich unrealistisch. Ja, gut, geht aber nun mal nicht. Es ist nun mal so hier drin. Ich meine, es gibt keine anderen. Das kann man nun mal leider nicht anders machen. Doch mit Dingens. Ne? Aber ich glaube, allein vom Pack her gibt es nichts anderes. Ich wüsste es nicht. Ich glaube aber, man kann die Farbe ändern. Ah, ja, nee, okay. Man kann nur die Umrandung ändern. Wir sind in der Neuzeit angekommen. Nee, ja, Schule. Ja, gut, ja. Da gibt es das sowieso. Aber so richtig schön deutsch, altmodisch kannst du es nicht machen. Ich weiß, was du meintest, aber als wenn sich da die Entwickler sagen, so, hey! Machen Sie Oldschool! Niemals. Wir sind in der Neuzeit angekommen. Nur die deutschen Schulen noch nicht. In den deutschen Schulen kommt das vielleicht erst in 30 Jahren, 40, 50. Wenn alle anderen schon fliegende Autos haben, haben wir wahrscheinlich immer noch die ganz alten. So, dann haben wir hier unten weitere Räume, also weitere Klassenräume. Wahrscheinlich dann Klasse 1, 2 und 3 und 4, gehe ich mal von aus. Dann wieder jede Menge Klos. Hier kann man übrigens draußen auch noch lang gehen. Die auch richtig cool. Dann hier wieder. Dann der Musikraum. Den finde ich echt cool gemacht. Ja, ich gehe mal aus, also gehe mal von aus Kochkurs. Hey, das wirkt aber tatsächlich asiatisch. Dann noch mehr Klos. Also Klos gibt es mehr als genug. Mehr als an jeder anderen Schule geführt. So. Dann haben wir hier unten halt den Eingangsbereich. Spinde, die wir ja eben so wunderschön drapiert haben. Das finde ich geil. Pokalvitrine. Dann halt hier das Lehrerzimmer. Sekretariat. Gehe ich jetzt zumindest mal ganz stark von aus. Warum da jetzt allerdings ein Dingens ist, weiß ich nicht. Will ich vielleicht auch gar nicht wissen. Das sind übrigens so also die Gänge. Ich glaube, dann gibt es hier halt einmal eine Essensausgabe. Ja. Ich morde jetzt den Overhead-Projekt und sende ihn dir. Okay. So, Cafeteria. Relativ klein. Die Katzen spielen Fang. Aber ist in Ordnung.
dann das Krankenzimmer. Noch mehr Klos. Ich gehe mal von aus der PC-Raum. Was das da ist, weiß ich nicht. Vielleicht ein weiteres Büro für die Lehrer. Jetzt hier mal rüber. Okay, das fliegt halt einfach. Ich glaube, das sieht so aus, als wenn es fliegt. Ah, nee, es fliegt wirklich. Das ist eine Täuschung. Gut, ich kann sie nur leider nicht unter... Also, ich weiß... Okay, sie schweben allgemein. Egal. Bleibt da. Der Kunstraum. Das sind die einzigen Dinger, die ich nicht verstehe. Aber ich bin froh, dass es nicht an dem Moves Objects liegt. Die schweben tatsächlich. Bin ich etwas weird, aber ist das Einzige, was halt ein bisschen buggy ist. So. Ah ja, hier kommt man dann raus auf dem kleinen Mini-Innenhof. Die aber eigentlich reicht. Gibt dem mehr als genug Platz. Jo, dann... Ich weiß aber nicht, wo dazu die... Ach, da ist die Treppe runter. Oder? Ja, doch, da ist die Treppe runter. Dann haben wir hier drin einmal eine riesige Schwimmhalle. Mini-Mini-Innenhof. Ja, braucht man ja nicht so riesig. Ich frage mich zwar, warum wir da Tische sind, aber egal. Schwimmhalle. Mit Duschen. Wobei ich mich vielleicht nicht unbedingt da reinstellen würde. Man sieht halt alles. Dann Sporthalle. Mit Tribüne, voll geil. Ach, das sind Verkaufsstände. Geil. Okay, hier ist der lange Gang. Umkleideräume. Männchen vor allem. Weibchen. Ja, aber jetzt auch mit Klo. Nee, Dusche. Ist kein Klo. Ja klar, man kann sich auch massieren lassen. Hier ist nochmal so ein Sportraum. Und, gut. Das leere nichts. Und das war's dann auch schon. Also ich find's ganz cool. Ihr wisst, ich stehe auf sowas. Ihr wisst, ich stehe auf sowas. So, aber das ist die wunderbare Schule. Speichern und zu Welten verwalten gehen. Satinico, ja. So, das heißt, ich will unsere... Ich glaube, Rose hieß sie. Unbedingt zum Teenager machen. Unbedingt. Das heißt, sie muss gute Noten haben. Ohne gute Noten kann ich sie nicht altern lassen. Ich würde ja sagen, sie muss vorher ihre Bestrebung erfüllen, aber es geht Gott sei Dank beides. Entweder das eine oder das andere. Oder halt beides. So. Ja, ja. Description. Befördert! Umkleideaufseher. Nice. Huch. Da so eine kleine Rose. Was machst du da? Wie ist das andere Kind? Ella! Stimmt, Ella. Ich habe das Stream-Problem gelöst. Sehr geil. Ich hatte immer das Problem, dass ich so eine Art Mikro-Ogle hatte. Also es hat alle paar Sekunden nur im Stream gehangen. Ah. Ja, stimmt. Da hast du, glaube ich, mal erzählt. So.
Apropos ist das egal hier. Ich hatte so richtige Schulereignisse. Also gut, für Roaster nicht, aber. Ja, toll, danke. Ach so, weil die da dran ist. Viel Stall säubern. Aber freut mich, dass sich dein Problem gelöst hat. Es ist jetzt übrigens auch ein neues Handy. Wir haben ganz neues Handy. Feuerwehr anrufen, reisen, Urlaubstag nehmen. SMS schicken. In außerschulischen Aktivitäten teilnehmen. So wie ich es gefixt habe, hatte zu viele Quellen eingeblendet, die inaktiv waren. Zum Beispiel hatte ich The Hunter eingeblendet, was nicht an war. Dadurch hat das Programm immer wieder gescheckt, ob es offen ist und dadurch kam die Lex. Ah, okay. Ja, das erklärt's. Das erklärt's. Komm, wir schicken sie einfach zur Theater-AG. Ist ja nicht verkehrt. Einmal füllen und einmal Katzenklo säubern. Wann hat sie denn eigentlich Geburtstag? Da nicht. Okay. Jetzt wieder flüssige 60 Frames. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Also ich hoffe, dass wir bis dahin spielen können. Wie gesagt, Plan ist halt so 13 Uhr ungefähr. Länger will ich eigentlich ungern. Aber mal gucken. Mal gucken. Ich wird schon, ja, mal gucken. Also muss ich diese Familie ein bisschen Geld dran schaffen. Ich werde oben das Essen aussortieren. Dreier-Grundschülerin. Okay, Madame, du musst unbedingt deine Hausaufgaben machen. Wenn sie Einser-Schülerin wird, können wir ihre. Huch. Ach, hängt Madame fest? Madame hängt fest, okay. Sim zurücksetzen. Okay. Nö, sie will allgemein nicht. Okay, Sim hängt halt. Okay, nee. Okay, sie will ihre Hausaufgaben nicht mehr machen. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Sie will ihre Hausaufgaben nicht mehr machen. Will sie denn damit noch spielen? Ja. Jetzt. Nee. Nee, sie kann tatsächlich ihre Hausaufgaben nicht mehr machen. Ich habe einen Bug entdeckt. Sie kann keine Hausaufgaben mehr machen. Können denn andere für sie? Nee.
Mit diesen Bugs. Ja, es ist halt problematisch, ne? Was hat sie denn für ein Bestreben? Zwei Bilder zeichnen, wenn inspiriert. Wie kriege ich sie denn auf inspiriert? Wie mache ich, dass sie inspiriert ist? Okay. Es sind komische. Also ich habe einige Packs. Warte mal, oder geht's, wenn ich ich muss mir einmal die Regel nochmal angucken. Ab wann ich was wie altern lassen kann. So, ich muss 7 Kinder bekommen. Stell ich das mal an, Kinder sollten den gleichen Namen, die Generation zu beenden, muss jedes Kind das jeweilige Bestreben erfüllen. Oder sehr gute Noten bekommen. Okay, Bestreben oder Noten? Okay, sie kann vieles nicht mehr machen. Oh. Also es gibt tatsächlich einiges. Oder ich muss einmal neu starten. Also ich weiß, dass sie Hausaufgaben machen konnten. Trotz der... der Mods, die ich habe. Weil bei der anderen Familie ging es nämlich. Da konnte ich nämlich trotzdem noch. Okay, warte. Ich werde einmal kurz das Spiel neu starten. Einmal kurz neu starten und dann... Passt. Und rein. Wo bist du? Ich glaube, es hängt sich jetzt nicht auf. Mal gucken. Wenn es nicht geht, muss ich es halt über Umwege machen. Dann muss ich es über Umwege machen. Also an dem MCC-Mod kann es auf jeden Fall nicht liegen. Den habe ich nämlich gerade neu aufgepackt. Er hat zwar einen Fehler, aber nicht den Fehler. Okay, nee. Okay, mach das erstmal. Wie gesagt, wird jetzt dann natürlich etwas schwierig.
kann auch gucken. Okay, also das Heft ist auf jeden Fall verbuggt. Da sind auf jeden Fall Bugs drin. Gut, weiß ich noch nicht, wie ich das regeln kann. Keine Ahnung. Dann muss ich ja die Bestrebung erfüllen. Bitte zeichnen, wenn inspiriert. Gut, es steht ja nichts, dass man das nicht darf, ne? Nicht ernsthaft. Okay, da setzt sich das eben auch immer zurück. Ist das bei der anderen Familie auch so? Warte mal. Wir werden mal kurz gucken, ob das bei meiner anderen Familie auch so ist. Oder ob nur diese Familie hier verbuggt ist. Aber wie gesagt, eigentlich ging es auch bei der anderen. Eigentlich. Ich will nicht sagen, dass es, weil dann blockiert irgendeine andere Mod wahrscheinlich das Ganze. Ist doch nur die Frage, welche. Gestern lief noch alles. Gut, sie ist gerade der Okay, da geht's. Also sie kann die Hausaufgaben auf jeden Fall machen. Okay, unsere Familie ist verbuggt. Warte mal, Belohnungsdoor, wenn ich jetzt... Ja, Mist, sie hat doch gar nichts. Ja. Okay, unsere Familie ist verbuggt. Hier geht's. Sie kann auf jeden Fall die Hausaufgaben machen. Und sie ist tatsächlich zu sauer. Okay, das ist gleich weg. Kann ich das nämlich gleich einmal ausprobieren? Das sind nicht ihre. Sie hat ihre Hausaufgaben wahrscheinlich schon fertig, ne? Ja. Okay, sie hat die Hausaufgaben tatsächlich schon fertig. Okay, unsere Familie ist verbuggt. Kacke. Was meinst du? Leute, unsere Familie ist verbuggt. Wir haben eine verbuggte Familie. Ja gut, dann kann ich sie ja so lange nicht eltern lassen. Ich muss sie dann irgendwie anders inspiriert kriegen.
Naja, spielen wir jetzt mal. Kümmere dich um dein Baby. Was hat er sie da jetzt eigentlich alles im Inventar? Oh, verdorben. Blaubeeren. Milch kann für Rezepte oder direkt aus der Flasche. Okay. Mal gucken. Vielleicht geht's ja auch, wenn sie noch mal nur nach Hause kommt mit den Hausaufgaben. Okay. Sie kocht, obwohl ich ihr gesagt habe, sie soll nicht kochen. Nett. Ich glaube, es noch verarscht mich. Muss mir jemanden kleiner machen. Klar, dass sie sich allein was zu essen macht. So, dann machst du einmal Fischtacos. Stichpalme. Bananen. Oh. Meine Hühner werden gefressen. Menstruationsprodukte. Wann hat sie noch mal Geburtstag? Da. Okay. Ein Gericht nehmen. Baby schläft. Unser Kind ist einfach komplett verpackt. Sie kann noch nicht mal mehr was essen. Leute? Wir haben ein Problem. Ich glaube, sie wird elendig sterben.
Sie wird eh dann nicht sterben, ne? Wir können nicht mal mehr was essen. Das Kind ist verbuggt. Auf ganzer Linie. Sie stirbt uns gleich weg. Gut, ich kann jetzt aber gleich mal kurz gucken. Wir können Ella jetzt auf jeden Fall älter werden lassen. Denn Ella hat heute Geburtstag. Oh je. Warte, was musste sie für... Das braucht sie, muss es ordentlich und genießen. Kann sie beides noch nicht. Kann davon auch gar nichts haben, ne? Ne, okay. Jetzt will ich gucken, ob es allgemein... Ich stehe in meiner Mutter dran. Okay, jetzt ist sie. Aber sie macht's nicht, wenn ich's ihr sage. Dieser Spielstand ist halt einfach komplett buggy, ne? Das funktioniert aber immer noch nicht. Okay. Wie wir schlafen kann. Oh mein Gott. Der Spielstand ist komplett für den Arsch. Oh Gott. Gut, aber wenigstens Hausaufgaben kann sie. Jetzt kann sie auch Hausaufgaben machen. Warum kann sie das? Nee, wahrscheinlich weil sie noch nicht am. Weil sie gerade am Schlafen ist. In der Folge gewisser Dinge kann ich ja was machen. Oh Gott. Okay. Ella. Okay, ich kann... Ich muss da erstmal gleich irgendjemand reinschicken. Da ist es nämlich sonst dunkel. Ob ich restlos überfordert bin gerade mit diesem Haushalt? Nein. Okay. So, wir brauchen ein Kinderbett.